So, hallo und herzlich willkommen, bis gleich. Ja, ihr hattet den Tag warten müssen. Ich habe einfach nur einmal aufgenommen. Auf Aufnahme gedrückt sozusagen. Wir wollen jetzt die Kirche ummodifizieren. Hier in Nürnberg, und zwar Ellwangen, wollen wir in eine Burg umfunktionieren. Dazu würde ich natürlich gerne, nein, ich werde einen Höfling nehmen. Höfling, das ist eine Sie, das wäre blöd. Höfling, 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 Höfling. Oder kann ich es dem Sohn geben? Das könnte ich natürlich auch machen. Ihm hier zum Beispiel. Bistum von Ellwangen. Okay, das geht nicht. Wir dem aus der Erbfolge ausschließen, oder? Wie war das jetzt nochmal? Die Ernennung von ihm zum Bischof wird ihn aus der Erbfolge ausschließen. Ach so. Nein. Das soll ja kein. Sieht's mit dir aus? Nein, das will ich eigentlich gar nicht. Höfling, der sieht doch nett aus, oder? Ich hoffe, das hat jetzt funktioniert. Wir schauen uns das jetzt. Wir beobachten das mal. Lass jetzt die Zeit mal ein bisschen vorlaufen. Das sieht nämlich so aus, wenn da hier irgendetwas ummodelliert wird. Kann natürlich sein, gell? Er ist ein fähiger Taktiker, das ist sehr toll. Das Ding ist ja folgendes, dass es hier eigentlich mit den Kirchen okay wäre, wenn nicht die Voraussetzung eben ist, dass der Pfarrer oder der Bischof hier in diesem Bistum wohlgesinnter sein muss als der Papst, damit man halt das Geld bekommt. Ich ignoriere das. Ich starke, das interessiert mich überhaupt nicht. Starke Macht führt die ein. Was ist das? Hallo? Die will mich da verkackeiern, oder? Jetzt hat sie schon 6000 an Truppenstärke. Und dann, ja, ist das immer noch zu wenig. Da piept's wohl. So, wie sieht's aus mit dem Typen? 55%, den kann ich immer noch nicht einkerkern lassen. Würde ich gerne machen, aber ja, leider Gottes wird das nix. Ich bin so gespannt, ob das jetzt dahin gehauen hat. Natürlich machen wir das, Chefin. Kein Problem. Kein Problem. Und nochmal, was willst du denn von mir? Akzeptieren.
Werde jemand Nettes finden für dich. 23 Jahre jung. Machen wir wieder bayerisch. Bayerisch. Deutsch. Da der Otto, ha? Niederbayern. Passt doch gut. Der Vormund. Nimmt man sie her? Die schwächere Kronherrschaft für Bayern. Ja, das wäre natürlich interessant, weil das Gesetz, das wir haben. Das werde ich aber auch machen. Zentralisierung werden wir gleich mal daher hochschrauben. Jetzt ist Frankreich da unten. Ja, so kann es gehen. Halleluja. Oh, aber das mittlere Frankreich ist eigentlich relativ riesig. Und wenn ich mir jetzt mal denke, ich hätte da mal einen Anspruch drauf gehabt. Da ist der Malteserorden. Dann ist das schon richtig mächtig. Was habe ich jetzt für Truppenstärke? Auch noch nicht viel mehr. Liebe Leute, hey. So, sie zieht jetzt in den Krieg oder eher, je nachdem. Aquilia, jetzt geht's los, da unten. Liebe Frau, wenn du dich da jetzt nicht übernimmst, weil Italien ist dann, glaube ich, doch noch ein bisschen ein größerer Gegner. Neuntausend Mann. Sperren wir einfach ein. Agentenführer, zack. Oberbayern. Eine graue Eminenz. Warum hat er das jetzt nicht angenommen? Oberbayern, danke. Kultur erforschen, danke. So, mal schauen. 9000 Mann gegen. Achso, da gab es einen Wechsel. Die hat nur 4000. Ja, ich habe Bayern groß gemacht. Ich war das. Ich ganz alleine. Und hinke jetzt meiner Errungenschaft hinterher, muss man ja schon fast sagen, ne? Blöd, aber okay. Aber okay. So, Kind ausbilden. Intrigenspinner, jawohl. Zack, geht dahin. Nochmal ein Kind ausbilden. Intrigenspinnerin, zack, jawohl. Aquilia. Das wollte ich auch immer haben.
Aber es hilft nichts. Wenn es nicht will, dann will es einfach nicht. Haben wir jetzt schon? Ja. Und der ist Bischof geworden. Ja gut, so habe ich mir das jetzt eigentlich nicht vorgestellt. Ich dachte, dass ich dann hier eine Burg bekomme. Naja. So war das dann nicht. Langsam, langsam, langsam. Ruhig, Frana. So, Kinder ausbilden. Das passt. Lauter Bastarde, hey. Gibt's doch nicht. Kann sich die nicht im Zaum halten? Wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Video. Tschüss.